Und willkommen zurück bei Let's Play Amnesia. Wo ich mich nicht mehr bewegen kann, doch. Er bewegt sich ab und zu so schwammig, ey, da werd ich böse! Nee, letztes Mal sind wir in die Zisterne vorgestoßen. Und jetzt müssen wir ein merkwürdiges Rätsel lösen. Hier klemmen immer noch, ne? Ja. Irgendwas ist doch hier mit dem Rohr. Ich muss einfach mal hinter die Totenkopftür gucken. Die sich natürlich auch langsam wieder schließt. Das zeugt von totaler Sicherheit hier. Hier zieht's wie Hechtsuppe, ey. Hallo? Kerze? Die wir eigentlich nicht. Ups. Hallo? Gut. Die lässt sich nicht öffnen. Also weg mit dir. Schade. Auch nix. Was bedeuten diese Löcher? Was bedeutet das? Was ist hier überhaupt los? Hä? Ach. Warte mal. Warte mal. Ich hab da so eine Idee. Oh Mann, das sieht wieder echt total nach Spaß aus. Hölzerne Kurbel. Mhm. So, ich gucke mich hier erstmal um, denn ich denke, wir müssen dort auf der anderen Seite. Dieses Konstrukt an Rohren nachbilden. Nur weiß ich nicht so ganz, wo wir hier so viele. Da ist eins. Wo wir hier so viele Rohre finden. So, das funktioniert. Das heißt, wir merken uns mal diese Einstellung. Da hört man, dass es funktioniert. Und wir haben Öl. Nämlich nochmal eins. Das klingt echt so, als ob es funktioniert. Zunderbüchsen haben wir immer noch genug. 13. Januar 1799. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch den unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte. Wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitet, um alle Teile sorgsam aneinander zu fügen, brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmertem Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Gut, dann zimmern wir das jetzt alles mal alleine zusammen. So, diese Dinger müsste man doch dann. So, warte mal, ich gucke mal. So. Wir machen das einfach mal nach. Funktioniert natürlich nicht.
Doch, aber es geht automatisch. Okay. Meinetwegen. So, ein weiteres Teil war... Auch noch eine. Ein weiteres Teil war ja da drüben. Tür nochmal auf hier. Hui. Ah, das schickt doch noch nicht. Und die setzen sich... Ja, die setzen sich... Nee, die setzen sich nicht von selbst ein. Warte mal, wenn ich das jetzt so drehe, ne? Kann ich das... Das setzt sich von alleine. Das kann ich entweder da oder da. Das ist da richtig. Das muss aber dann hier eigentlich so quer hin. Funktioniert das? Hallo? Auf damit. Ich will das da... Das funktioniert nicht. Weil es wahrscheinlich das falsche Teil ist. Ach, ich hab doch keine Ahnung. Wir suchen erstmal andere. Hier ist noch eine... Ach, hier sind ganz viele Fackeln. Das ist natürlich... Das ist natürlich praktisch. Es sei denn, unser monströser Freund taucht nochmal auf. Dann ist das weniger praktisch. So, aber wo sind hier noch... Dampfrohrteile? Ah, drüben nochmal gucken. Die Einstellung merken wir uns immer noch. Unten, oben, oben, unten. Hier sind keine, ne? Das ist schon... merkwürdig. Und wir machen die Folge jetzt meinetwegen auch ein bisschen länger, denn ich will hier nicht ewig viele Folgen an so einem merkwürdigen Rätsel hier hängen. So, gut, wir gucken nochmal, ob hier irgendwo noch Rohre sind. Aber es sieht nicht danach aus, ne? Rohrfrei! Es ist echt rohrfrei hier. Ah, nee, es ist doch nicht rohrfrei. Das war total klug. Hallo. So, eins. Und wir kopieren dann einfach genau diese Einstellung hier auf das andere. Und ich denke, das wird dann... vermutlich richtig sein. Denn das hier läuft ja. Hier ist auch kein weiteres Rohr, ne? Genau, weil das Ding klemmt. Ne, hier ist echt kein Rohr mehr. Das müsste dementsprechend dann das letzte sein. Wie wir auch immer aus diesen drei Dingern hier irgendwie sowas zusammenbasteln sollen, ey, keine Ahnung. Okay. Das scheint die richtige Kombi zu sein. So, dann... Runter, hoch, hoch, runter war es. Oder? Runter. Hoch, hoch, runter. Müsste hoffentlich auch funktionieren. Oder auch nicht.
Der muss der auf derselben Höhe vielleicht sein? Okay, der muss ganz reingefahren sein. Okay. Wir müssen den da ganz reinbekommen. Alle nach unten vielleicht? Nee, der macht's hoch. Runter. So, in der Mitte tut er gar nichts. Er geht nur entweder hoch oder runter. Das ist schon irgendwie blöd. Okay, der müsste auf jeden Fall runter. So. War eigentlich, hatten wir das nicht schon mal? Oh. Meinetwegen. Daniel, is that you? What are you doing? Das frage ich mich auch. Ich tue hier irgendwas, um die Brücken richtig zu stellen. So, hier müssen wir jetzt gucken. Ach du Kacke. Ganz hoch irgendwie so. So, warte mal. Das bewegt das. Das muss nur ein bisschen. Das muss ein bisschen weiter hoch. Noch weiter. Okay. Das war's schon. Meinetwegen. So, und jetzt müssten ja... Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie voller Angst, als das Spektakel begann, um den blauen Schimmer zu löschen. So, das müsste ja jetzt dann eigentlich auch... Ja! Dieses Ding senken. Was? Was? Hä? Muss angehoben werden oder? Hallo? Oh Mann! Was ist hier los? Okay, sie muss angehoben werden. Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Wie soll ich die denn anheben, um Gottes Willen? Muss ich dann da nochmal rein? Ich hab das Ding jetzt mal runtergefahren.
Vielleicht müssen wir das jetzt einmal noch umstellen. Und warum sind hier immer wieder die Türen zu? Ich raff es nicht. So, warte mal, ich gucke jetzt mal, ob ich hier noch umstellen kann. Steckt fest. Steckt fest. Steckt fest. Gut, wenn ich jetzt hier nochmal... Ist auch wieder alles zu. Es ist irgendwie... echt merkwürdig. Er steckt fest. Steckt fest, steckt fest. Hier ist alles feststeckend. Und wenn ich hier drüben spiele, dann ist es wahrscheinlich auch festgesteckt. Ja. Gut, dann können es eigentlich nur noch hinten die Gasdinger sein. Aber ich glaube nicht... ich nicht mehr nutzen. Nur mal gerade so rein aus Interesse. Ich glaube, das hat auch keinen Wert. Gut. Dann muss ich wahrscheinlich... Wie soll ich denn das machen? Was? Was? Ja, und nun? Stecke ich hier fest, oder was? Ich kann aber hier gar nichts machen. Was ist denn jetzt passiert? Wo ist denn das Rad jetzt kaputt? Und wie zum Teufel soll ich jetzt hier wieder rauskommen? Und warum steht die Kiste auch wieder da, wo sie eben stand? Vielmehr, wo sie am Anfang stand. Ach, warte! Warte, warte. Die Kurbel. Aber warum? Das ist doch total sinnfrei. Das hält mich doch jetzt nicht sonderlich auf. Aber was ich jetzt immer noch nicht verstehe, ist, was ich hier tun soll. Ich muss wahrscheinlich... Ich nehme mir mal gerade hier so eine... Obwohl, hier geht ja nicht. Kann mir ja hier nichts mitnehmen. Hm. Muss ich da was draufwerfen? Steine oder so? Könnte sein, ne? Ich werfe mir die mal da hoch. Zack. Die hier vielleicht auch. Zack. Klappt gut. Den auch? Ich glaube, den kann ich nicht so hoch... Gut, kann ich doch. Gut, wir nehmen einfach mal so viele, wie hier nur gehen. Wer weiß, wofür wir sie brauchen, aber das hat mit Sicherheit was mit den Steinen zu tun, denn Physik-Rätsel sind ja hier besonders in bei dem Spiel.
So. Ich werf die mal da. Das war alles. Und dafür habe ich eben schon Panik bekommen, dass ich da nie wieder rauskomme. Leichenhalle, ja. Toll. Komme ich noch mehr Panik. Danke, Spiel. Ich hasse dich. Und Machine for Pigs wird bestimmt noch besser. Da graut's mir jetzt schon vor. Genauso wie es mir hier vor schon graut, denn ich sehe... Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Die Morgue. Ja, meine Vorfreude ist so groß. Aber bevor wir uns hier in die Morgue stürzen, machen wir doch nochmal eine kleine Pause. Also, bis morgen. Tschüss.